Das Kloster der Heiligen Maria des Trostes liegt auf der Provinzstraße nach Bourgogne. Es stammt aus dem Jahr 1686. Er wurde für eine kurze Zeit von den Franziskanern geleitet und im Jahr 1926 wurde es den Zisterzienser von Casamari anvertraut, einem Orden, der am 21. März 1098 gegründet wurde und dessen Ordensmotto von Benedikt von Nursia stammt, das auf der Aufnahme Fremder und der Gastfreundschaft basiert. Die Padres führten einige typische Produkte ihrer Klostertradition ein, so wie zum Beispiel die Honig, Öl und Aufgüsse, und sie bereiten ein Elixier, das verschiedene Leiden linderte. Die Kirche scheint von außen sehr schlicht und schmucklos. Das Innere der Kirche ist im Barockstil gehalten und in drei Kirchenschiffe geteilt. Es hat einen rechteckigen Grundriss und ein Kreuzrippengewölbe. Interessant ist der Fußboden. Aus der Mitte des 19. Jahrhunderts aus poröser, zinnlasierten Keramik produziert, besser bekannt als Majolika. Das Kloster verfügt über eine reiche Bibliothek, die wahrscheinlich nach der Ansiedlung der sogenannten barfüßigen Frates des Ordens des Petrus von Alcantara angelegt wurde. Es gibt hier Werke verschiedener Art, besonders im theologischen, philosophischen, juristischen, historischen und literarischen Bereich. Interessant sind vor allem die sprachlichen Werke salentinischer Herkunft. Insgesamt sind es ungefähr 40.000 Bücher. Im Inneren des Klosters der barfüßigen Frates befindet sich die Museum Pinakothek Giulio Pagliano, dem bedeutenden Maler aus Gallipoli gewidmet, deren Werke heute hier ausgestellt sind. Hier kann man die Sammlungen von Michele Barone bewundern, eine beträchtliche Münzsammlung des Königreichs Neapel und eine Sammlung von Medaillen mit den Bildern von Heiligen. In einer Abteilung findet man zahlreiche Gegenstände des täglichen Lebens und Artefakte aus Bronze, Pappmaché-Statuen und Fächer. Und noch Gegenstände aus italienischer Keramik, österreichischem und deutschem Porzellan und eine wunderschöne Sammlung, fein mit Gold dekoriert, böhmischer Kristallgläser.